Hallo liebe Aquarellfreunde! Heute geht es mal wieder um das weite Thema Menschen in Bewegung. Ich male am allerliebsten draußen. Auch und gerade Menschen, die spazieren gehen oder im Café sitzen, sind tolle Motive. Mich interessiert dabei immer das Licht und sein Einfluss auf die Oberflächenbeschaffenheit der Haut und der Kleidung. Falten können zum Beispiel allein durch ihre Richtung und Tiefe wunderbar Bewegung anzeigen. Wenn wir, wie ich heute, nach einem Foto arbeiten, fällt es leichter, nach den unterschiedlichen Tonwerten zu schauen. Noch einmal zur Erinnerung. Im Aquarell steuere ich die Tonwerte durch die Konsistenz der Farbe und die Zugabe von Wasser. Das bedeutet, helle, leichte Tonwerte viel Wasser und höhere Tonwerte weniger Wasser und mehr Pigment. Wenn ihr das beachtet und euch immer fragt, ist es ein leichter oder ein hoher Tonwert, gewinnen eure Aquarelle sofort an Ausdruck. Dieses Foto eines sonnigen Spaziergangs von Vater und Sohn ist heute mein Motiv. Ihr findet das Foto unten in der Videobeschreibung zum Herunterladen. Das erleichtert euch das Abzeichnen. Trotzdem hier noch einmal etwas länger meine eigene Skizze. Nun geht es los. Ich werde auch bei diesem Motiv mit zwei Farbaufträgen arbeiten. Hier beim ersten Farbauftrag wird nur eine Grundierung unter die später teilweise überarbeiteten Flächen gelegt. Bei den von der Sonne beschienenen Stellen bleibt dieser erste Farbauftrag aber später stehen. Hier muss ich also die endgültige Farbigkeit schon erwischen. Ich beginne mit einer Mischung aus Cadmium Orange, Cadmium Rot und Alizarin Karmesin im Gesicht. Mit sehr viel Wasser bleibt der erste Farbauftrag schön leicht und die Farben verbinden sich auch sehr weich miteinander. Mit Cylinblau, Kobaltblau und auch ein wenig Violett male ich nun die Jacke. Ihr seht wieder hier die große Wasserpfütze. Nur mit viel Wasser spielt das Aquarell seine volle Stärke aus und das Papierweiß kann unter dem Pigment immer noch hervorleuchten. Für die Hose nehme ich eine ganz ähnliche Mischung, setze jedoch etwas Sienna gebrannt dazu. Auf der helleren Seite wieder mit mehr Wasser. Hier ziehe ich mit meinem Flachpinsel etwas Farbe aus der Jacke in den Hintergrund. Ich brauche ein wenig Verbindung zu der zweiten Figur und möchte dies farblich sehr harmonisch halten. So bringe ich gleichzeitig auch ein bisschen Bewegung ins Bild. Die Hände bekommen nun eine ähnliche Farbmischung wie das Gesicht. Hier darf die Farbe auch etwas auslaufen. Die Schuhe gestalte ich mit Sienna gebrannt, das sich teilweise mit der blauen Farbe aus der Hose mischt. Es geht hier wieder nicht darum auszumalen, sondern die Farben in einer lockeren Lasur über das Motiv zu legen und ihr so ihr Eigenleben zu lassen. Beim Kindergesicht arbeite ich wieder mit einer Mischung aus Cadmium Orange, Rot und Alizarin Karmesin. Die sonnige Seite bleibt dabei weiß. Die Jacke wird mit einer Mischung aus Neutraltinte und Saftgrün gemalt. Viel Wasser sorgt auch hier dafür, dass schöne Nass-in-Nass-Effekte entstehen können.
Auch auf den Händen gibt es sehr helle Stellen, die weiß bleiben. Beim Laufrad wird es etwas kompliziert. Ich muss entscheiden, wie viele Details ich zeigen muss, um mein Objekt deutlich genug darzustellen. Im Zweifelsfall lieber mal etwas weglassen und großzügig sein. Das Auge des Betrachters ersetzt sich die fehlenden technischen Details schon. Bei den Rädern schaue ich auf mein Foto, wo sind die Dunkelheiten, wo sind weiche, wo sind harte Ränder. Nicht an ein Rad denken, sondern einfach Formen malen, dann klappt es. Jetzt kommen wichtige Schatten, die wieder beide Figuren miteinander verbinden. Ich male sie mit einer Mischung aus Ultramarin und Alizarin-Karmesin und einer Spur Sienna gebrannt. Hier kann in schräger Richtung auch mal gespritzt werden. So, nun muss das Blatt komplett durchtrocknen. Im zweiten Farbauftrag werden alle mittleren und dunkleren Tonwerte gemalt. Ich beginne mit den Haaren. Ein Blick aufs Foto zeigt mir deutlich die dunklen und hellen Stellen. Hell heißt immer Wasser zur Farbmischung, dunkel dagegen weniger Wasser. Wenn die Haare trocken sind, werden die schattigen Stellen im Gesicht gemalt. Hierfür mische ich mir Cadmiumrot und Kobaltblau. Das Rot sollte etwas dominieren. Ich beginne am oberen Rand und löse dann teilweise mit Wasser an. Ich habe dieses Motiv unter anderem auch deshalb ausgesucht, weil auf den Gesichtern so schön die schattigen, tiefer liegenden Teile zu erkennen sind. Wenn man sich also nach den Tonwerten richtet, entsteht das Gesicht von ganz allein. Auch die Jacke hat eine ausgesprochen schattige Seite. Hier wird die Farbmischung kräftiger. Kobaltblau und Neutraltinte und viel Pigment und eben noch so viel Wasser, dass alles noch ineinander fließen kann. Falten lasse ich teilweise hell stehen, teilweise ziehe ich sie aus der nassen Farbe mit dem Pinsel wieder heraus.
Auch beim schwarzen T-Shirt schaue ich nach hellen und dunklen Stellen. Auf der hellen Seite der Jacke gehe ich mit einer ganz leichten Lasur, fast nur aus Wasser, über die Fläche und lasse einige Bewegungsfalten stehen. Oben an der Hose gibt es einen kräftigen Schlagschatten, der auch wieder die Bewegung des Beines deutlich macht. Ich setze ihn mit Ultramarin und Neutraltinte sehr farbintensiv. Dann modelliere ich die Falten in der Hose, genauso wie ich es oben in der Jacke getan habe. Für die Hände schaue ich wieder auf mein Foto und setze die Schattenmischung aus Rot und Blau. Die Ränder weiche ich mit etwas klarem Wasser auf. Auch bei dem kleinen Laufradfahrer arbeite ich jetzt die schattigen Seiten aus. Die hellen, von der Sonne beschienenen Stellen bleiben stehen, die dunklen bekommen eine kräftige Lasur. Zu harte Kanten werden bei Bedarf mit Wasser verblendet.
Nachdem alles noch einmal getrocknet ist, setze ich mit einem sehr feinen Pinsel noch einige Details. Die Augenbrauen, Pupillen und Mundlinien ziehe ich mit einer kräftigen Mischung aus Kobaltblau und Cadmiumrot noch einmal nach. So, das war heute ziemlich anspruchsvoll. Danke, dass ihr wieder dabei wart und nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Freude an meinem Motiv und habt Spaß am Nacharbeiten. Mehr Anregungen und intensivere Einblicke gibt es in meinen Malkursen oder auch mehrtägigen Malreisen. Schaut doch gerne mal auf meiner Website www.lichtimbild.de vorbei. Dort findet ihr alle Termine. Vielleicht sehen wir uns bald mal in einem Kurs. Das würde mich freuen. Über alle, die unsere Arbeit hier auf YouTube schon unterstützen, freue ich mich natürlich auch sehr. Euer monatlicher Betrag hilft uns sehr, diese Aquarellfilme zu drehen. Also vielen, vielen Dank dafür. Wer noch mitmachen möchte, schaut mal in der Videobeschreibung zum Link auf die Steady-Seite. Dort findet ihr alle Informationen dazu. Ihr könnt meinen Kanal natürlich auch einfach nur abonnieren. Dann verpasst ihr kein neues Video und seid immer auf dem neuesten Stand. Viel Spaß mit Farbe und Pinsel, bis zum nächsten Mal.